So, hallo, liebe Dampfmaschinenfreunde. Wir haben wieder eine nagelneue, unbenutzte Velesco-Dampfmaschine im Angebot, Modell D14. Wie gesagt, wir haben auch wieder alles dabei: Betriebsanleitung, Papiere, Karton, Maschine selbst. Guckt euch die Bilder an. Wie gesagt, die war noch nicht angeheizt. Der Beutel mit Zubehör ist noch zugeschweißt, der war noch gar nicht auf. Deswegen, wir wollen auch zulassen. Wir haben jetzt den Schornstein und hinten die Schale. Was halt in der Tüte ist, haben wir jetzt vom anderen Modell genommen. Weil die soll halt zubleiben, die Tüte, deswegen, dass ihr auch seht, dass alles neu ist. Wie gesagt, wir haben das Modell auch wieder umgelötet, aber wir haben es wieder umgebaut. Wir haben wieder ein Regelventil reingebaut, dass sie halt die Geschwindigkeit regeln können. Das machen wir bei jedem kleinen Modell. Sonst, wie gesagt, nicht bespielbar, wie ich das immer so gerne sage. Ja, wie gesagt, wir wollen sie doch mal anfahren. Wir müssen sie leider testen, weil wir wollen ja auch sehen, dass das Regelventil alles dicht ist. So, jetzt macht langsam das Ventil auf. Wir beheizen mit dem Brennschiebe mit Gas. Ganz saubere Gasflamme, da kommt wirklich kein Ruß an den Kessel, da braucht er keine Angst haben. Wir machen auch gleich wieder alles wunderbar sauber, dann bleibt das Modell auch neu. Wie gesagt, die wird auch im Karton nochmal extra verpackt, dass das bei DHL, wenn ich es mit DHL versichert verschicke, dass da nichts drankommt. Wir nehmen auch nochmal einen extra Karton, wo der Karton reinkommt, dass da nichts passiert. Gut, der Karton hat wahrscheinlich, ich sehe so ein bisschen, sehe ich hier am Karton, hat wahrscheinlich irgendwo, aber im Keller hat es nicht gestanden, feucht war es nicht, das ist schon mal ein gutes Zeichen. An der Maschine ist nichts dran, der Kessel ist hundertprozentig sauber innen drin. Nicht, dass wieder Fragen kommen, ob da jetzt irgendwie Rost ist oder. Naja, gut, ich sag's lieber vorher. Nein, das Modell ist top. Wir haben jetzt destilliertes Wasser reingemacht, wir lassen jetzt ein bisschen tuckern. Wie gesagt, wir müssen sie probieren, weil wir haben das Regelventil eingebaut, das ist im Aquariumbereich. Wie gesagt, dann könnt ihr die Geschwindigkeit halt regeln, normal so nicht erhältlich. Gibt es halt nur bei der Werkstatt, die haben halt dieses Ventil drin. Wie gesagt, wir bauen ja immer dieses Ventil rein, dass ihr auch halt schön langsam tuckern lassen könnt. So, wir haben ja auch eine neue Pfeife drauf. So, wie gesagt, wir testen, wie gesagt, unsere Modelle immer, dass auch alles funktioniert. Wir haben auch nur ganz wenig Gas aufgedreht, weil wir so kleinen Modell, da braucht man nicht viel Feuer. Wie gesagt, das Modell ist ja neu. Da braucht ihr keine Angst haben, dass hier irgendwas kaputt ist. Wie gesagt, wir müssen es nur leider anmachen, weil wir halt das Ventil einbauen. Und ich kann das nicht einlöten und dann euch die Maschine schicken. Und dann sagt er, ja, die läuft doch gar nicht oder ich kommt was raus. Das geht nicht. Wie gesagt, es ist eine Fuckelei, so ein Ventil reinzulöten, weil gerade bei die kleinen Krümmungen und dann kann man passieren, dass man zu viel Lötzinn nimmt. Dann geht das ins Ventil rein. Dann ist das Ventil zu, dann hat man die Power nicht. Also ist schon eine Fuckelei. Also selber machen. Gut, probiert, wenn ihr es probieren wollt. Aber ich habe öfters geflucht und das ist schon eine Fuckelei. Das bei den kleinen Maschinen, die einfach nur eine Leitung haben, eine gerade, ist es leichter reinzulöten, als wenn man hier so Krümmungen hat. Und das muss auch alles wieder genau passen. Es soll ja auch wieder drauf passen, das Aggregat. Ja, es ist nicht so einfach. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Ölspritzer, das ist ganz normal. So. Wie gesagt, wir lassen es einfach nur ein bisschen laufen. Wie gesagt, wir haben eine kleine Gasflamme jetzt. Ach, man sieht es gar nicht im Video. Wie gesagt, das Modell, das braucht ja nicht viel Hitze. Und ich finde das echt schnuckelig, weil das passt schön in die Vitrine rein. Das kann man sich schön wegstellen. Wenn man Lust hat, lässt man es halt mal ein bisschen tuckern. Und das Schöne ist, ihr könnt halt eine kleine Flamme machen. Da macht er halt die Leitung zu, dass er halt ganz langsam läuft. Ich habe jetzt auch groß gar kein Öl drauf. Also wenn ihr sie kriegt, könnt ihr es nochmal ein bisschen einölen. Ich habe ja auch keinen Tropfen drauf gemacht, dann gleich nochmal. Ich mache gleich nochmal ein, zwei Tropfen drauf. Ich will auch gar nicht so Wüste einölen, weil wie gesagt, das Modell ist ja neu. Wir haben auch eine Taschenlampe reingeleuchtet, also die war wirklich noch nicht an. Man kann ja auch sein, dass es trotzdem zu war, aber nein, die war nicht an. Ich habe da alles kontrolliert. Nein, nein, das Modell ist top, könnt ihr mir vertrauen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, legt ruhig los. Ja, läuft sehr schön. Bin sehr zufrieden. Aber wie gesagt, ist ja neu. Was soll da sein dran? Ja, wie gesagt, das Modell kommt gleich auch bei eBay Kleinanzeigen. Wir werden sie gleich wieder schön sauber machen, Wasser raus, vor allen Dingen schön alles auflassen. Ja, wunderbar. Und dann geht sie bei eBay Kleinanzeigen rein, dann geht sie mit DHL versichert. Schön zu euch, da passiert nichts, kommt dann gut an. Und habt ihr schönes Vitrinenmodell. Wie gesagt, Tüte alles zu. Das sage ich mal, wie dies auch mal wieder. Wie gesagt, wir testen halt immer alles, alles funktioniert. Das ist mir persönlich mal wichtig, nicht, dass ihr sie bekommt und dann geht irgendwas nicht. Da haben wir keine Lust drauf. Wir haben zwar auch schon mal gehabt, dass wir irgendwas war, okay. Kann passieren, wenn auch nur Mensch oder wenn irgendwas nicht klappt, dass im Nachhinein noch irgendwas ist. Weil deswegen muss man eigentlich so Modelle länger testen. Ich habe jetzt auch welche gehabt, habe ich alles fertig gemacht. Alles super geklappt.
Na gut, pack die ein, er lässt sie tagelang laufen und irgendwann hat sich dann doch noch ein Fehler eingeschlichen. Ja, man merkt das erst, wenn man es länger laufen lässt. Deswegen lassen das Modell ruhig eine Weile laufen, aber es sieht sehr gut aus, diese Verlöterei hier. Ich sehe auch mal zu, dass es vernünftig aussieht, dass es sauber aussieht. Wir polieren das hinterher auch nicht mal bei Lötzinn, kann man ja schön polieren, dass es glänzt. Das muss man halt sauber verlöten, kein Gebrate, das soll schon optisch wie original aussehen. Na gut, wie gesagt, wir drehen jetzt wieder Gas ab. Ihr kennt ja meine Videos mit dem Gas, saubere Gasflamme. Wir werden gleich Wasser rausmachen, wir werden alles wieder schön putzen. Und dann wird das Modell wieder in seinen Karton gepackt. Und dann, wie gesagt, bei eBay Kleinanzeigen gleich. Naja. Ein bisschen pfeifen tut sie. Ja gut, das sind die neuen Pfeifen. Ein bisschen pfeifen tut sie. Hauptsache ist alles dicht, das ist mir persönlich mal wichtig. So ein bisschen Wasser kommt aus dem Plastik, das ist wahrscheinlich ganz normal. Das wird ja durch Hitze dehnt sich das auf, das Kunststoff, und dann dicht das ab. Aber ist ganz minimal läuft hier Wasser runter. Aber das liegt ja an dem Ventil selber. Aber wirklich sehr minimal. Das ist schon in Ordnung so. Ist halt ein Plastikventil. Die neuen aus Metall, das war früher besser. Die neuen sind halt aus Kunststoff jetzt leider. Na gut, wie gesagt, Gas abgedreht. Wir lassen sie jetzt auslaufen. Wunderbar. Sollte jetzt reichen, wie gesagt. Wird gleich wieder geputzt und dann sage ich mal euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Modell. Alles klar. Gruß, euer Dachmaschinenprofi. Ciao. Könnt ihr da mal in den Karton reingucken, wie der Karton aussieht, weil viele fragen immer. Ja, sieht sauber aus, nichts versaut. Alles klar, gut. Bis dann zum nächsten Modell. Ciao.